Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute Asche auf mein Haupt. Asche gilt als Zeichen der Trauer oder der Buße, im christlichen Zusammenhang aber auch für den Neuanfang und die seelische Reinigung. Der Ursprung der Redewendung Asche auf mein Haupt findet sich am Aschermittwoch, also am Ende der Karnevalszeit. Einem alten christlichen Brauch zufolge trugen Menschen, die eine Sünde begangen hatten, von diesem Tag an bis zum Osterfest ein Bußgewand, wurden mit Asche bestreut und symbolisch aus der Kirche ausgeschlossen. Diese Menschen sollten die nächsten 40 Tage innerlich büßen und bereuen, bevor sie am grünen Donnerstag wieder in die christliche Gemeinde aufgenommen wurden. Den Brauch der allgemeinen Aschebestreuung gibt es seit dem 11. Jahrhundert. Priester zeichneten jeden Christen, ob Sünder oder nicht, am Aschermittwoch ein Kreuz aus geweihter Asche auf die Stirn. Auch heute sagen wir, wenn wir etwas bereuen, Asche auf mein Haupt, um den eigenen Fehler einzugestehen. Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.